im Zusammenspiel mit Vegan. Herrlicher Pass in den 16er. Wagner. Pfosten. Ein tiefes Raunen geht durchs Stadion. Tolle Aktion des Meppner Zehners. Die kurz ausgeführt, Robin. Legt auf für Wagner, gleiche Position wie schon zuvor. Noch diesmal hält er drauf. Tilling kann abwehren, doch da steht Pasiov. Goldrichtig. Staubt ab, 1:0. Pasiov behauptet sich, richtig stark gemacht. Und da ist Wagner, der antritt, um den Pass zu bekommen. Und er kommt. Und der Rest ist doch fast schon wie im Training. Wagner schlänzt den Ball ins Netz. 3:1. Malte hat aufgesprungen von der Bank. Das sah richtig gut aus, was seine Truppe hier auf den Rasen brachte. Der Treffer in der Wiederholung. Und erneut stellen wir fest, Ramiz Pasiov auch an diesem Treffer beteiligt. Ball behauptet, starker Pass. Den Freistoß bringt Vega. Am zweiten Pfosten steigt Wagner. Tor! Martin Wagner ist nun wahrlich kein Kopfballungeheuer. Aber den hier macht er weg. Die Wiederholung. Langer Ball auf Wagner. Der hat da viel Platz auf der linken Seite. Ganz stark gegen Pekrul. Auf Krämer die Riesenchance für den SV Meppen. Das Spiel macht Spaß. Schepers auf Wagner. Doppelpass mit Hahn. Der Pass durch die Gasse. Einen Ticken zu lang. Vigga und Mandic ziehen durch. Schepers. Wagner aufgepasst. Wunderbar auf Lotkowski. Für Krämer. Und er spielt diesen herrlichen Pass für Wagner gegen Mandic. Und dann sieht er in der Mitte Krämer. Diesmal ist er drin. Das ist Vega. Pass auf Wagner. Und das Ding ist richtig gut. Wagner nach 10 Minuten mit der ersten hochkarätigen Chance. Wieder Schnier zu Wagner. Und der spielt hier seine Qualitäten aus. Vorbei an Steiten. Perfekte Flanke auf den Kopf von Pasiov. Der mit Überblick Meppen wieder da. Halbe Stunde rum. Schnier und Wagner im Zusammenspiel. Der kleine, flinke Wagner gegen den etwas tapsigen Kotschowski. Wagners Flanke, punktgenau auf den Kopf von Pasiov. Meppen in Front. Mit Blick auf die Wiederholung sehen wir, Wagner hat großen Anteil am Treffer. Die Flanke ist einfach perfekt. Pasiov dann wuchtig. Die Rettungstat kommt zu spät. Gute Stunde rum. Meyers langer Ball landet bei Wagner. Und der jetzt gegen Pleschke. Der kommt zu Fall. Weiterspielen, sagt der Schiedsrichter. Wagner guckt und findet Meyer wieder ins lange Eck. Doppelpack Viktor Meyer. Das Spiel war gedreht. Wir schauen auf die Wiederholung. Wagner geht an Pleschke vorbei. Für mich ist das kein Foul, aber der Schiedsrichter, ganz ehrlich, der wirkte selbst nicht ganz sicher, ließ aber weiterspielen. Danach ist das klasse gemacht von Wagner und Meyer. Martin Wagner, der wurde nach der Torvorlage deutlich stärker. Versucht es jetzt hier auf eigene Faust. Guter Versuch, die Kugel zischt am rechten Pfosten vorbei. Ja, und Martin Wagner, der Zehner, der wollte den Deckel hier jetzt drauf machen. Auch der Versuch gar nicht schlecht. Krämer auf Wagner, der macht das, was er so gut kann. Vorbei an Tomic und hier kommt Krämer. Knappes Ding. Erste richtig dicke Chance für die Blau-Schwarzen. Diese Wagner-Ecke flattert in Minute 34 in den 16er. Wigger steigt hoch. Ausgleich 1:1. Hoch verdient.
Zusammenspiel mit Robben. Meier, der schnelle Junge, vorbei an Bönig. Stark gemacht, Siegwagner, der schiebt die Kugel sicher in die Maschen. 1-0 Meppen. Bremer hat den Ball. Aufgepasst. Traumhafter Chip auf Wagner und der veredelt das Ding im Wagner-Style. Super Bude. Max Kremer und Martin Wagner. Ein Riesenzusammenspiel der beiden Zauberzwerge aus dem Mittelfeld. Wir gucken uns das Tor inklusive Entstehung noch einmal an. Ein richtig linkes Tor. Kremer lupft mit links. Wagner macht's dann eigentlich genauso. Da kriegst du als Fußballfan schon ganz große Augen. Kremer auf Latkowski. Wagner. Und der hebt die Kugel herrlich auf Kremer. Volles Risiko, die erste Meppner-Chance. Und gleich so ein ordentliches Ausrufezeichen. Wir sind noch in der Anfangsphase. Schepers auf Wagner. Der direkt weiter zu Kremer. Perfekter Doppelpass. Der so einfach und vor allem so schön kann Fußball sein. Gerade einmal 4 Minuten rum. Schon die Meppener Führung. Vierdies, langer Ball, verlängert Rodriguez in den Lauf von Wagner. Toller Laufweg von Diego Rodriguez, der macht Platz für den Spielmacher. Wagners Schuss nicht schlecht, die Parade von Brosius im Kasten. Einen kleinen Tick besser. Konter über Meier und Wagner. Wagner schickt Latkowski. Der setzt hier stark nach. Stupst den Ball noch mit den Fußspitzen an. Wagner auf Meier. Und der macht es. Meppen im Angriff wieder über die linke Seite. Und wieder über den eifrigen Wagner. Der schüttelt Kotschowski ab. Und hat das Auge für Hiromu Watahiki. Ganz trocken ins rechte Eck. Der Joker sticht. Gommert schnappt sich die Kugel und macht das Spiel wieder schnell. Martin Wagner auf den startenden Meier. Super Laufweg und toller Abschluss. Eckstoß und immer wieder Martin Wagner. Der zieht hier im Arjen-Robben-Style in die Mitte. Gebben schiebt den Abstauber rein. Doch die Freude währte nur kurz. Der SVM kam nicht nur mit neuem Personal, sondern auch mit neuem Schwung aus der Kabine. Meyers Flanke spitzelt Rodriguez weiter zu Wagner. Ganz trockener Abschluss. 90 Sekunden nach Wiederanpfiff fällt der Ausgleichstreffer. Diego Rodriguez behauptet die Kugel und Wagner, ja eigentlich Linksfuß, mit dem sehenswerten Abschluss. Und genau der steht auch bereit. Ein fast perfekt gezirkelter Ball über die Mauer. Detos sammelt die Reste auf. 2-0 für die Emsländer. Freistoß Meppen, Wagner. Traumtor, Meppen bis hierhin ohne eine einzige Chance aus dem Spiel heraus. Wagner mit seiner Nominierung für das EV1TV-Tor der Saison. Ist notiert, ist ein ganz heißer Kandidat. Der Treffer in der Wiederholung. Standards sollen es bringen. Ecke Kremer. Und Wagner am zweiten Pfosten. 1-2. Spiel gedreht. Schickt Jaskasewski. Seine Bilderbuchflanke auf den Kopf. Auf den Kopf von Martin Wagner. Unbedrängt kann er hier einköpfen. Das sieht man ja auch nicht alle Tage. Klasse auf Rodriguez. Wer kommt zu Fall? Kein Elfmeter, egal. Lars Kremer, 3-2, Spiel gewinnt.